Kumula, der Tempel in Lüften, gilt es tatsächlich immer noch zu bewältigen. Und damit willkommen zurück zu The Legend of Zelda Twilight Princess. Nach dem letzten, ein wenig vulgären Part, sind wir nun wieder zurück hier in Kumula. Und ich versuche mich ein wenig zu beruhigen, denn ich weiß auch, wie wir weiterkommen. Wir hätten uns einfach hier nur dranhangeln müssen. Wie gesagt, das letzte Mal war ich ein bisschen gestresst. Das lag auch daran, weil ich den ganzen Tag Schule hatte. Aber das wisst ihr schon genug und seht euch das mal an. Wir können jetzt mal so dünn. Wir können einfach mit dem ganzen Greifhaken einfach mal hier runterhangeln und lol. Ey, das ist ein Bug. Man sieht den Greifhaken nicht mehr. Lolz. Ich würde nicht so cool zeigen, wie das aussieht, aber das ist schon geil, was man da machen kann. Und da stellt sich direkt ein Exafold in den Weg. Persönlich weiß ich gerade nicht, wie man den am besten besiegen sollte. Ich denke, Schildattacke. Ich glaube, das wäre doch die beste Variante. Selbst das blockt er ab. Okay, dann glaube ich, ist das Blankziehen die beste Lösung. Dann müssen wir aber erstmal das Schwert einziehen. Und dann... Batz! Selbst das Blankziehen hilft nicht. Okay, dann warte ich lieber, bis er angreift. Sollte er angreifen. Ja, perfekt. Ich habe zwar Schaden eingesteckt, aber er gleich noch mehr. Warts! Eine Wirbelattacke in den Arsch. Und warts! Nein, Schaden. Hat er geblockt. Ich sollte um ihn rumrollen, damit ich ihn irgendwie erwische. Warts! Seinen Angriff habe ich gekontert. Sehr nice. Der Exafolz ist kein Problem mehr. Den hätten wir theoretisch auch einfach auslassen können und durch die Tür rennen. Und das wäre lame gewesen. Sag ich mal, und ich höre eine Fledermaus auf die Scheiße, aber wir gehen jetzt in den nächsten Raum. Beziehungsweise wieder nach draußen, meine Friends. Ja, Kumula ist ja eine Stadt in den Wolken und natürlich muss die auch mal draußen sein, ne? Sonst wäre es ja keine richtige geile Stadt in den Wolken. Und hier draußen gibt es, soweit ich weiß, wieder ein paar Fluggelegenheiten, die zu früh werden. Oh ja, der Dungeon ist schon geil. Aber wie auch immer sich diese Pflanzen hier ansiedeln konnten, das ist für mich immer noch ein Rätsel. Das ist immer noch ein Rätsel. Wie soll das hier oben denn wachsen alles? Unglaublich hier. Boah, ich bin froh, dass wir den verdammten Kompass haben. Ohne den hätten wir jetzt echt Probleme, hier alle Kisten zu klären. Denn wenig gibt es hier nicht in Kumula. Und wir können jetzt auch hier hoch und runter. Das ist halt so ein bisschen actionmäßig. Das ist übelst geil gemacht eigentlich. So, jetzt sollte er, glaube ich, gleich sogar wieder zurückfliegen, oder? Oder nicht? Tatsächlich nicht. Ja, okay, er fliegt rüber. Bleiben wir mal kurz hier, denn da ist eine Kiste irgendwo. Nein, Link, du sollst dann da gucken. Ja, okay, hier ist sie noch nicht. Dann ist sie tatsächlich auf der anderen Seite. Ein gelber Rubin. Apropos, das wollte ich sagen. Ihr seht, ich habe weniger Rubine als beim letzten Mal. Stimmt, das habe ich noch vergessen zu sagen. Das liegt ganz klar daran, dass ich in dem Shop war bei den Kumulanern, wo ich ein paar Rubine ausgegeben habe, meine lieben Freunde. Denn ich war mir nicht ganz sicher. Alter, wir sehen doch mal bitte den Feind an und nicht dieses komische Ding. Das ist ein bisschen dumm gelöst, aber egal. Genau, falls hier noch mal ein paar mehr Rubine zu finden sind, damit wir die gut einsammeln können, denn ich habe ehrlich gesagt keine Lust da zurück und dann nochmal hier hin. Ich sehe es schon wieder an 20 und wir hatten... Alter, wir haben jetzt schon wieder 900. Ich glaube, das hätte sogar nicht gereicht, wenn ich ehrlich bin. Und, oh, hier sind... Ich sollte die Krüge nicht kaputt machen, wenn ich es nicht unbedingt benötige. Weil hier ist zu viel Geld und... Seht mal hier. Spinnen. Aber ich sollte erstmal hier runter. Zack! Ich meine, sagte zack. Warts, Alter. Hier ist schon wieder so ein Schwein, das auf uns wartet. Das kann aber mal groß kacken gehen. Und du auch. Da kann ich einen Wirbelschlitz machen. Das sollte reichen. Und der Wirbelattack ist das Ding auch schon down. Das ist ehrlich gesagt nicht so stark, dieses Schwein. Das gab es ja auch schon in der ersten Halle, haben wir schon einmal besiegt. Also stark ist was anderes, ne? Sagen wir mal so. So, gib mir deinen Panzer hier. Warts. Oh mein Gott, das ist das Schweinchen, ne? Und hier liegen auch kaputte Ruinenteile. Krass. Krass, was hier mal abgegangen ist. Da liegt auch wieder, sind auch wieder Spinnen. Würde ich mal ausschalten, falls ich da hoch möchte. Ich sagte tschüss. Tschüss. Voll weggeditscht. So, da oben war einer von den Dingern. Da. Bin am überlegen, wie ich an den drankommen soll. Kann ich den so erreichen? Ich jetzt gerade nicht. Dann gehe ich nochmal eben hier hoch. Denn da war nämlich auch eins. Da oben nämlich. Und ich weiß auch, dass sich hier in der Nähe, glaube ich, das nächste Herzteil auffällt. Ich glaube. Ich bin mir gerade ein bisschen unsicher. Da ist nämlich ein Herz. Da ist nämlich eine Truhe. Wenn die dran kommen, I have no answer for this question.
Zumindest wollte ich erstmal dadurch, aber Link kann sich anscheinend nicht so dünn machen und dadurch, leider Gottes. Da ist der Held von Hyrule leider Gottes nicht fähig zu. Verständlicherweise, ne? So, jetzt mal eben hier hoch. Nochmal eben gucken, wie wir das hier machen. Von da kommen wir nicht, richtig? Richtig. Ach, das ist so nervig, dass er immer alles anvisieren muss. Nicht den! Den! Linky Boy, was? Du musst. Hör doch mal auf, das alles anzuvisieren, bitte. Das nervt gerade echt. Oh, Entschuldigung, Alter. Das ist echt schlimm, diesen Anvisieren. Da, okay, da muss ich jetzt eh dran. Stup! Oh lol, der geht zurück oder was? Nee, geht er nicht. Der geht schon da lang. Da muss ich auch lang. Also ich glaube, der hat nicht verstanden, was ich will, ne? Nicht zurück. Link! Ey, ich. Leute, da müsst ihr doch mal selber sagen. Da kann ich doch nicht mehr als schweigen zu, oder? Das war nicht mein. Im geringsten war das. Das war nicht mal ansatzweise mein Verlangen. Das müsst ihr mir glauben. Das ist doch einfach dämlich. Und warum komme ich an den Pisskopf jetzt nicht dran? Och, Guys. Ich habe gerade so keinen Bock mehr, ne? Und jetzt geht er wieder an den Falschen. Ja, genau. Ey, Jungs, ich habe so keinen Bock. Das ist doch einfach scheiße. Ja, jetzt fliegt halt wieder ganz zurück. Guckt euch das an, ey. Wir sind immer an den Falschen. Ich guck nach vorne und nicht ansatzweise zurück. Oh Mann, das nervt mich echt verdammt an Kumula. Diese verdammte Scheiß-Anvisierung. Immer wieder das Gleiche, Mann. Jetzt muss ich den ganzen verrotzten Weg wieder zurück. Und da kann ich hin. Da, so komme ich da hin und da sollte, glaube ich... Da könnte sogar jetzt schon das nächste Herzteil sein. Ihr seht, ich visiere schon wieder da oben an, obwohl ich den Geist anvisieren will. Wird jetzt wahrscheinlich schon wieder passieren. Nee, so, wie sieht sogar den Geist an? Braves. Nein, wieder nicht. Warum? Die sehen, das Spiel muss doch checken, das ist so ein Minuspunkt. Das, sowas müssen sie beim HD-Remake fixen. Die sehen, dass ich in einem Kampf bin. Die sehen, dass ich das Gespür an habe. Die sehen, dass ich gegen den Geist kämpfe, dem ich gerade die Geister wieder entrissen habe. Aber wir sehen einfach trotzdem dieses scheiß Ding da oben an. Das müssen die doch damals irgendwie eingebaut haben. Das muss das Spiel doch irgendwie checken, oder nicht? Ach, keine Ahnung. Aber jetzt holen wir uns erstmal die Kiste. Hier sollte, glaube ich, sogar ein Herzteil drin sein, wenn ich mich nicht irre. Ein Fubi. Och. Unnötig. Hätte ich mir gleich sparen können, hier hinzugehen. Weil jetzt habe ich schon wieder so viele Rubine in der Tasche. Die ich nicht weiß, wo ich die ausgeben soll. Mama. Und da, lol. Seht ihr, da oben fliegt der Drache rum. Holy shit. Freunde, das wird gewaltig. Vor allem, der fliegt. Alter, der fliegt da so krass rum. Holy moly. Richtig crash. Aber jetzt machen wir das hier mal richtig, ohne bitte runterzufallen. Nicht so eine unnötige Sache wie eben. So, jetzt, wie siehst du das da oben an? Jetzt kannst du es anvisieren. Jetzt kannst du runter, damit wir da durchpassen. Sehr nice, Link. Aber bitte nicht schon wieder anvisieren. So, wir müssen perfekt nämlich durch das Loch durchpassen. Gerade sind wir ja unnötigerweise irgendwie hängen geblieben. Warum auch immer. Jetzt ein bisschen hoch. Und gleich hier ablassen. Jetzt. So, was sehen wir, wenn wir jetzt hier runterfallen sollten? Da ist ja so eine Kiste. Ich muss da sogar runter. Zwangsweise. Wir können sie hier auch wieder hochziehen, ne? So, ihr könnt erstmal sterben. Warum ihr auch immer hinkommt. Irgendwie eine schwebende Vegetation. Das ist echt unheimlich cool, ne? Aber dieses soll ja auch... Ist eine richtige Stadt, ne? Ich sehe da hier zwar nicht so viele Bewohner mehr wie vorher, aber... Pff. Warum auch, ne? Ich meine, ich glaube, lol, guck mal, man kann sich so bewegen. So, tuff, 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 tuff. Ich glaube, Kumula ist gerade hat gerade ziemliche Probleme, wie alle anderen Tempel es auch hatten. Und zwar mit Gennens Handlangern, nicht wahr? So, stupa. Jetzt landen wir da drauf, die Kiste haben wir geholt und jetzt müssen wir durch die Tür gehen. Ich hoffe, dass wir diese eine große Kiste dann noch bekommen. Ich habe gerade, weiß gerade leider nicht, wie man genau an die drankommt. Ich probiere alles, denn die will ich haben, weil es eine große Kiste ist. Denn da muss dann wirklich ein Herzteil drin sein. Dass da nochmal Rupees drin sind, glaube ich sogar nicht. Also, jetzt mal einen Schluck trinken. Boah.
Dann. So. Nimm das Heart und da können wir hoch, ne? Ach, genau. Ich glaube, wir können. Ja, wir können sogar zurück. Wenn wir jetzt hier lang fliegen. Jetzt könnten wir uns hier schon ablassen und dann hier lang, ne? Bullshit, wir gehen jetzt hier lang. Aber nicht, Alter. Wir müssen sehr krass aufpassen wegen den Vögeln. Und dann können wir da rein und da, soll, da ist die große Kiste. Richtig. Ah, okay, das ist nice. Dann haben wir die jetzt auch schnell geholt. Alter, ist aber richtig cool. Richtig nice, Friends. Richtig nice. Ah, sehr schön. So, jetzt sind wir hier und haben die Kiste. Und hier war tatsächlich das Herzteil. Geil, haben wir die beiden Herzteile des Dungeons jetzt schon geklärt. Sehr, sehr schön. Das haben wir jetzt auch. Freut mich, meine Kameraden! Was war das jetzt? Oh, Mann. Okay. Let's go. Den Part nehme ich übrigens nicht mehr so spät auf. Nee, nee, der sollte also auch früher kommen. Hoffe ich mal. Werdet ihr sehen, wenn ich sehe. Und ich freue mich gleich. Gleich kommt Kumpel zu mir und dann spiele ich seit langer Zeit mal wieder richtig Yu-Gi-Oh! Oh Mann. Habt ihr früher Yu-Gi-Oh! Gespielt? Kennt ihr das Kartenspiel? Schreibt es in die Kommentare. Ich werde das auf jeden Fall jetzt wieder spielen. Hab richtig Lust drauf. Und es ist ein Schulkollege und der hat zufällig das. Der macht das, mag das auch. Und dann haben wir das mal in der Schule mitgenommen, mal ein bisschen gezockt. Und jetzt zocken wir das sogar jetzt hier zu Hause. Ein paar Karten tauschen und Decks verbessern wollen wir auch machen. Lohnt sich, ne? Wird schon richtig geil. Ich finde, das Spiel ist ja sowieso verdammt umfangreich geworden. Und es gab ja ursprünglich diesen Anime, welchen ich mittlerweile nicht mehr so gut finde, denn der hat sich meiner Meinung nach jetzt mit diesem neuen Xexel, oder wie das heißt, Yu-Gi-Oh! Xexel, überhaupt nicht gut entwickelt. Den alten Anime fand ich am besten. Den allerersten von Yu-Gi-Oh! Der war richtig cool. Weil irgendwie, das war noch so classic. Dann kam, dieses mit Jaden, GX, genau. Das fand ich mittelmäßig. Also ich fand es immer noch gut. Wie gesagt, ich habe das nie aktiv geschaut, aber wenn es mal kam, habe ich es mir reingezogen. Dann kam 5Ds, das fand ich auch noch gut. Aber dann kam Sexel und das, boah, nee. Da habe ich einmal reingeguckt, dachte mir so, alles klar. Und diese Xyz-Monster, diese schwarzen Karten, mag ich eh nicht. Wahrscheinlich denken viele, was redet der für ein Bullshit. Aber es geht um Yu-Gi-Oh! Ich weiß nicht, wie gesagt, wie viele von euch das überhaupt gespielt haben, beziehungsweise noch spielen. Das müsst ihr mir auf jeden Fall in die Kommentare schreiben. Diese ganzen Special-Monster, die es dann in Dings gab, die finde ich schon fast zu viel. Und anscheinend kann er sogar die Bomben blocken. Gut, ah, das war eine geile Kombi. Bats, Alter! Bats! Ja, genau! Ich habe dich getroffen, aber diesmal bist du nicht der Stärkere. Nein, der hat einen Fuvi, den hebe ich jetzt nicht auf, sonst bin ich voll. Den hebe ich jetzt nicht auf, meine Friends. Ich will noch aufsammeln. Ich will alle Sachen hier aufsammeln. Sonst muss ich mit der beschissenen Tante diesen ganzen Scheißweg zurück. Das habe ich, glaube ich, keinen Bock drauf. So, hier war dieser Vogel. Den könnte ich auch direkt abschießen, denn der hat da nichts zu suchen. Genauso wie den da hinten. Putz! Oh mein Gott, die armen Vögel. So, hier können wir, glaube ich, tatsächlich nur als Wolf rüber sliden. Wenn er sich drauf hangeln würde! Wir standen ja nicht direkt drauf, nein! Boah, Link, du bist so ein verdammter Struggle, ne? Oder, ja, ich sag wieder Link, ne? Aber dabei bin ich es gewesen. Ja, okay, jetzt... Ah, jetzt sind wir bei... Okay, wir sind bei einem riesigen Propeller. Interessant zu wissen. Oh, lol, was war das jetzt? Lol, diese Pfeil wurde in den Propeller reingezogen. What the fuck? Ich will mal wissen, was passiert, wenn ich den da reinschmeiße. Dann wird er wahrscheinlich voll weggeschleudert, oder? Boots, Alter. Der wird einfach weggezogen von dem Wind. Hier ist nochmal eine Kiste, die ich jetzt öffnen werde. Mit dem Gegner daneben. Einem roten Rubin. Oh, fuck. Oh, Mann, wir haben nur noch so wenig Platz. Ich hoffe, dass nicht mehr so viele Rubinkisten kommen. Hier ist noch mal ein Zehner. Noch mal ein Zehner. Och, danke, Spiel. Danke, jetzt bin ich full. Wenn ich jetzt Rubine einsammle, dann bin ich am Arsch. Dann kann ich die nicht mehr aufheben. Beziehungsweise, wenn jetzt Kisten... Oh, die Mütze. Schau dich links Mütze an. Wenn ich jetzt Rubine einsammle, dann bin ich am Arsch. Dann kann ich eh nicht mehr aufsammeln. Ich hoffe, dass hier nicht mehr so viele Münzen... Truhen sind, sonst muss ich die leider Gottes liegen lassen. Und das ist zwar nicht so schlimm, weil ich die nicht mehr einsammeln werde, aber ich finde es einfach schade.
Ich finde es einfach, aber das werden auf jeden Fall noch Münztruhen dabei sein. Ihr seht, da sind noch 3 Truhen auf der Karte. Und da werden von ordentlicher Anzahl davon werden leider Gottes Münztruhen sein. So leid es mir tut. Aber so ist es leider. Oh, warte mal. Da war noch ein Vogel da hinten. Dulde ich nicht. Yeah. Erstmal voll rumbrüllt. Link, pass bitte auf. Ich will nicht schon wieder, dass du drauf gehst. Ja, beziehungsweise runterfällst. So. So einfach ginge das. Das hast du doch eben auch gemacht. Sag mal, bist du Jack? Weiß ich nicht. So, da könnten wir rüber. Aber nee, ich mach's nochmal ein bisschen complicated. Ich will diesen Weg hier gehen. Und, wenn jetzt hier die Vögel drauf sitzen, dann hätten wir ja ein Problem, ne? Deswegen finde ich es gut, dass sie nicht mehr drauf sitzen. Oh, hier sieht man nochmal die Kamula von ihrer ganzen Pracht. Da oben ist eine Geisterseele. Lolz. Ja, okay, da kommen wir aber gut hin mit dem Band. Wenn wir den anderen Weg genommen hätten. Verdammt. Dann gehen wir... Ach, dann gehen wir gleich nochmal runter. Das geht schneller. Machen wir uns hier nochmal schnell zu Menschen. Zu Human Being! Und ziehen uns da hoch. Wir müssen jetzt natürlich nach links dies. Link! Boah! Man muss sagen, die hatten damals echt Erfahrung, Spiele zu machen. Aber in Sachen... In Sachen Steuerung, Remote, nee, das was, da haben sie echt die Nase hinten. Sorry, dass ich das sagen muss, aber... Boah, zum Kotzen war das echt. Ist es. Es ist so zum Kotzen! Warum springst du, du elendiger Narr? Geh doch einfach scheißen! Ich hab nicht irgendein Gewissen... Warum geht er nach links? Ich hab nicht im Gewissenssinn die Absicht gehabt, irgendwie zu springen. Die fuckt mich echt ab und vor allem Kumula ist gerade so schlimm, weil es hier halt so viele Abgründe, Tiefen, Höhen und sowas gibt. War mir klar, dass das halt hier mit der Steuerung zu Rages kommt, aber was soll ich machen? Was soll ich? Ich glaube, ich sag da gar nichts zu. Das ist einfach traurig. Meine Dummheit kombiniert mit der Steuerung ist der Tod. Ist der direkte Tod für jeden Einzelnen. Irgendwann wird Kumula komplett untergehen, deswegen. Nimm einfach den Bogen und schieß ihn da oben ab. Was ist dein Scheißproblem daran? Tschüss. Warum ging das mit dem Anvisieren nicht? Und dich auch. Oh, mein Gott. Nee, ist das anstrengend. Unglaublich, der Junge. So. Jetzt aber. Wenn du jetzt runtergefallen wärst, ich hätte das Spiel ausgemacht. Ich hätte das Spiel direkt ausgemacht. Weil ich nicht nach unten gedrückt habe. Nicht in irgendeiner Weise. Ah, kann ich nicht einsammeln. Ach, fuck. Na, da passen gerade keine Rubine mehr in deine Geldbörse. Kauf dir eine größere, dann kannst du mal einchecken. Der Typ kann fucking Morgensterne, Bomben, Pfeile, einfach alles mit sich rumtragen. Bumerange. Seh ich das mal an, aber er kann einfach nicht mehr Rubine zu sich packen. Was ist das Scheiß-Prop? I don't understand this. Ohne Spaß. Wenn ich wegen dem Bastard auch noch runterfalle, dann knall's. Furz dich! Pisskopf. Und jetzt gib mir deine Seele. Die ist mein. Danke, Angel. So. So. Was ist hier? Aua. Rubine. Rubine. Warum so viele Rubine, verdammt? Wer braucht die ganzen Rubine? Ich versteh's nicht. Unglaublich. Unglaublich.
Und ich muss da hoch, ne? Okay, dann muss ich wieder da lang. Wer braucht die ganzen scheiß Rubine? Ohne Spaß, Freunde. Ich verstehe das nicht. Wer hat hier ansatzweise so viel Lust, die ganzen, alle Rubine hier zu holen? Das ist doch nicht mehr normal. Vor allem die Sachen... Ich habe ja schon die Magierüstung. Die Magierüstung ist die Lösung. Ich könnte sie anziehen, um Rubine zu verbrauchen und dann die Sachen einzusammeln. Boah, nee. Leck mich am Arsch. Das dauert auch, sind auch zu lange. Ich könnte die Just for Fun mal anziehen. Weil sie cool aussieht. Ah, ich glaube, das mache ich beim Boss. Wenn ich da die Rubine noch habe, dann kann ich damit nicht so richtig episch... Boah, ja. Nein! Ah, ich muss mit dem Wolf drauf. Das war meine Dummheit. Man kann ja richtig episch mit der Magierüstung dann kämpfen, ne? Wenn ich dann noch die Rubine habe. Das mache ich. Das mache ich, meine Freunde. Ja, ja, das habe ich vor. Das ist gut. Dann kämpfe ich mit der Magierüstung gegen den riesigen Drachen dort hinten. Oh, shit. Das wird episch. Aber vorher sollte ich erstmal im verdammten Dungeon voranschreiten. Ohne diese Sache. Geh doch einfach auf das Band. Link, du bist schon wieder fast gestorben. Du regst mich gerade unfassbar auf, weißt du das? Wie jedes Mal. Und du weißt auch warum. Weil du einfach nichts kannst, außer rumschreien und Leute töten. Balancieren? Das ist ein No-Go für dich, sorry. Oder irgendwas zu treffen, was wichtig ist. Nee, da macht er sich keine Aufwände, der Junge. Ich denke immer davon aus, dass wir im nächsten Part den Dungeon beenden werden. Ich füge mal ein ganz kleines, leises Endlich hinzu, denn ich muss sagen... Irgendwann werde ich den Dungeon cooler in Erinnerung. Ich finde ihn zwar geil, aber ich fand die anderen mal vor besser, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde diesen hier teilweise echt nervig. Ich finde die Mucke übelst geil hier. Die ganzen Dungeon verdammt atmosphärisch und wie man halt überhaupt hier hinkommt, auch verdammt cool. Wegen den ganzen Forschungsexperiment Jago, den finde ich ja richtig geil, nur der Dungeon an sich ist halt ziemlich schwierig, sagen wir es so. Es ist anstrengend, das zu machen, muss ich sagen. So, und jetzt, da hinten ist eine Truhe. Wir können uns da hinten ranziehen. Und da in dieser Truhe ist der Master Key drin. Das erkennt ihr. Hier, Knugs. Und dann wird der Propeller ausgestellt. Und wir befinden uns gerade über der obersten Halle, wenn ihr genau drauf achtet. Und jetzt seht euch's an. Der Master Key von Kumula. Yes. Vielleicht war es auch nur dieser Abschnitt, der mich abfuckt. Diese einzelnen Sachen, wenn man hier so ganz schnell runterfällt. Und warum so viele Rubine? Ich verstehe das Spiel nicht verstehen. Genau, jetzt. Ach genau, ich weiß. Ah Gott. Ich weiß schon wieder. Hier habe ich beim ersten Durchspielen damals so lange gehangen. Gleich. Wenn es weitergeht. Hör doch auf. Greif mich an. Deinen fetten Arsch will ich haben. Los, lauf. Bats. So, da habe ich nämlich richtig lang gehangen. Frag mich nicht, aus welchem Grund. Auf welchem Grund? Sag ich euch, wenn ich da angekommen bin. Holy shit. Nämlich, wenn wir uns jetzt hier dranhängen, müssen wir runter. Und genau das... Oh nein! Das wäre jetzt dumm. Das wollte ich eigentlich nicht. Ja, das kommt davon. Aber man kann da wieder hoch. Kein Problem. Das ist halt die Steuerung von Twilight Princess wieder schuld. Ne, da muss ich ganz ehrlich sagen, ich wollte nichts von den Sachen. Und ich meine, ich habe ganz normal gemacht, wie ich will. Ich klicke jetzt auch nach oben. Ich weiß nicht, warum er nach links oder rechts macht. Ist für mich ein Rätsel. So. Genau, wenn wir jetzt zum Beispiel hier dran gehen und dann runter. Ich glaube sogar, das war die falsche Richtung jetzt, aber es ist nicht so, ist eigentlich... Doch, nee, es geht sogar. Wir müssen hier runter und ihr seht, da oben ist dieses Pömpel. Und da habe ich so lang gehangen, weil ich nicht gedacht habe, dass man hier dran und dann da dran. Wenn ihr nicht da dran geht und dann das aktivieren, Quutz, dann aktiviert sich der Propeller. Und das habe ich früher nie gecheckt. Unglaublich, ne? Und jetzt bewegen sich auch diese Dinger hier. Oh shit, das war jetzt ein bisschen dumm mit den Eisenschiefen runter. Egal. Jetzt können wir endlich hier weitermachen, um dann auch da weiterzukommen.
da dieser Satz war überaus intelligent. Ich würde überlegen, warte, schaffen wir den Dungeon jetzt sogar schon? Warte, wenn wir... Ich guck mal eben auf die Karte. Ich weiß nämlich nicht, wann der Boss jetzt genau kommt. Der sollte sogar jetzt schon kommen. Ich guck mal, wie ich es mache. Vielleicht schaffe ich es sogar. Vielleicht mal, Leute, Kumula-Boss vielleicht schon diesen Part. Mal sehen. Dann wird es ein größerer, längerer Part. Dann haben wir aber Kumula erfolgreich abgeschlossen, meine Freunde. Das wäre in der Partanzahl erfolgreich und ziemlich geil. Und ja, das können wir eigentlich mal machen. So, jetzt hänge ich da bitte dran, Link. Nice. So, hier müssen wir jetzt aufpassen wegen diesen Viechern. Wir können es natürlich auch noch hier schaden, wenn wir da drauf sind. Das ist klar, 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 das ist klar. Ich muss halt immer überlegen, wenn wir vor dem Boss-Key, vor der Boss-Tür stehen, ob es sich dann wirklich noch lohnt, den dann Part weiter zu machen oder die Vorfreude halt auf den nächsten aufzubewahren. Das war ja eigentlich auch in den letzten Parts immer Gang und Regel und ich fand es eigentlich auch so gut, muss ich sagen. Weil dann begann der nächste Part halt direkt mit Action und das, muss ich sagen, war immer ganz cool. Hat mir gefallen. Soll ich da bitte dranhängen? Danke. Denn hier hinter befindet sich die Kiste. Da habe ich ja schon einmal nachgeguckt. Werde ich jetzt eh nicht aufmachen können, denn da befinden sich wieder ein Fubi drin. Den wir natürlich nicht einsammeln können, aber ich wollte es euch zumindest mal zeigen. Leider Gottes geht es nicht, aber es kann man halt nichts machen, ne? So, Alter, hier ist ein riesiger Abgrund. Darüber kommen wir jetzt erstmal nicht, außer wenn wir die Kugel können wir kaputt machen und das Herz einsammeln. Yes. So, und jetzt rein da. Okay, doch, da kommt noch ein riesiger Raum auf uns zu. Das werden wir dann wirklich im nächsten Part machen. Seht euch das an, das ist der letzte, das ist wirklich der letzte Raum in Kumula. Meine lieben Freunde, ihr seht, diese Area-Folds werden auf sich warten müssen. Wenn wir uns im nächsten Part wiedersehen von The Legend of Zelda Twilight Princess, dann werden wir hier weiterschreiten und Kumula beenden und den Drachen mit unserer Magierüstung besiegen. Also, schaltet auf jeden Fall das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Let's Play The Legend of Zelda Twilight Princess. Bis dann und ciao.